Schönen guten Tag wünsche ich. Ich bin heute mal spontan nach Bad Orb gefahren. Hab mir gedacht, den Flow Trail, den schaue ich mir mal genau an. Hab mir ein paar Videos dazu angeschaut. Die Rezensionen dazu waren immer so ein bisschen familienfreundlich, langsam und ja, nicht gerade anspruchsvoll. Dachte ich mir, genau was für mich. Und bin heute ja mal spontan hergefahren. Hab diese Woche Urlaub und nehme euch mit auf die Fahrt. Mal gucken, wie es wird. Ja, ich probiere heute mal meinen neuen Protektor aus. Den habe ich jetzt auch noch nicht wirklich angehabt. Mal schauen, wie das hier Ganze vonstatten geht. Der alte war ein bisschen zu heiß gewesen, sag ich mal. Da ist keine Lüftungslöcher drin gewesen, deswegen habe ich mir eins mit Hartschale geholt. Jede Menge Lüftungslöcher drin. Und hoffe, wäre so ein Premiere. Ich versuche heute das erste Mal damit zu fahren. Hoffe, dass er nicht so warm ist. Mal sehen, wie es losgeht und wie ich das Ding überhaupt hier anbekomme. Das ist ziemlich viel Schlittlärch hier. Also wie ihr seht, ganz einfach anzuziehen. Geht 2 Sekunden. So, dann sehen wir uns auf der Strecke. Ja, ich habe mich mal an der Karte kurz grob orientiert, wo sie lang geht. Ich fahre jetzt gerade mal vom Parkplatz hier hoch. Schilderung 5, 6, okay. Also irgendwo müsst ihr hier rechts hochgehen. Ich hoffe, dass ich es finde. Ich bin übrigens auch allein unterwegs heute. Giuseppe, die anderen können leider noch nicht fahren. Giuseppe hat noch seinen Fahrraddefekt. Die anderen können leider immer noch nicht mitfahren mit ihrer Schulter. Ja. Mal sehen, was der Tag so bringt. Ich bin zwar erst ein paar Meter gefahren, aber der neue Brustpanzer, den merke ich auf jeden Fall, das merke ich hier auf jeden Fall, dass mehr Luft durchgeht. Der ist, ich sag mal, viel besser als das Ganze, was ich vorher getragen hatte. Das ist zwar nicht ganz so hundertprozentig bequem, wie das alles auf dem Schaumstoffweste, aus der Schaumstoffweste, aber Welten kühler. Also es ist ja vorher richtig, richtig warm gewesen beim Fahren, pedalieren. Und gerade bin ich beim Übungsparcours angekommen. Öffnungszeiten. Haben wir auf? Ja, haben wir auf. Okay. Ich probiere mal den Übungsparcours. Zieh meinen Helm an. Und los geht's. Ich komme mir gerade vor wie so ein richtiger Mountainbike-Touri. Vollschutz. Protektoren. Und auf dem Übungsparcours. Super. Ist alles noch ein bisschen nass, aber schön griffig dafür dadurch. Also, Übungsparcours, mega cool. Wow. Map. Ah, wieder am Anfang. Sehr gut, hier bin ich wieder am Auto. Also der Übungsparcours macht schon Fun. Richtig gut. Das ist was man unbedingt braucht, wenn man unterwegs ist mit dem E-Bike. Mega gut. Also auch wenn die Hartschalen auf den Bildern überall mal so klobig aussehen und man denkt, so ein Kunststoff, so ein weiche 3D-Protect-Dingsbums ist super bequem. Also ich muss sagen, der Mehrwert der Schalbschale dadurch, dass es so zirkuliert die Luft, dass man die abbekommt durch die Löcher, ist so ein großer Mehrwert gegenüber dieser Weste. Also da sollte man sich nicht täuschen lassen. Am besten mal anprobieren, probiert es mal aus. Hätte ich nicht gedacht. Ich war auch immer von vorher so ein Verfechter der Kunststoffprotektoren. Also diese Weichen da.
richtig gut. Also hier kommt ein Trail runter. Und hier ist der Haseltal Trail. Eine rote und eine blaue. Oh, das Sitz hätte ich vorhin auch runter machen sollen. Dämpfer offen. Ja. Na gut. Dann mal los, der Haseltal Trail. Okay. Oh, ein Steinfeld. Ah, okay. Schon sind wir wieder am Parkplatz. Das war jetzt. Naja. Könnte jetzt natürlich auch gewesen sein, da ich zu früh abgebogen bin. Dass ich nur den unteren Teil vom Trail erwischt habe. Ich fahre einfach mal weiter, mal gucken, wo es mich hinführt. Aber ich denke, dass es richtig ist. Ja, da wäre ich beinahe dran vorbei. Da geht es wohl rechts runter. Da gucke ich mal. Das obere Stück habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das soll das jetzt der Trail schon sein? Mal schauen. Geht's quer runter? Entweder habe ich mich sowas von verfahren oder das ist der beste Zugängerweg ever zu einem Trail. Soll das hier sein? Was zum Teufel? Ich habe doch hier eine Abzweigung verpasst. Das ist echt krass ausgewaschen hier alles. Und schmiert wie Sau. Der Orientierungssinn hat es mal wieder geschafft. Zum Glück habe ich kein Handy dabei, wo ich mal nachschauen könnte, wo ich bin. Super. So, den Parkplatz kenne ich doch. Hab nur mal auf die Karte geschaut. Jetzt ist das Malheur, was mir passiert ist, bekannt. Ich hätte woanders langfahren müssen. War ja klar. Dann bis gleich an dem kompletten Haseltal Trail. Also ich bin jetzt schon gefühlt Stunden unterwegs. Also Beschilderung habe ich gefunden wieder. Der Weg ist schon ziemlich nice für einen Zubringerweg, aber ich bin jetzt nicht sicher. Helm aufziehen, geht's wieder bergauf. Gehört das schon zum Trail? Da ist eine Straße. Hm. Ich hab ihn gefunden. Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge im Leben freuen, nicht wahr? So. Flow Trail geht los. Ja, das ist wieder so meine Lieblingspassagen, diese Wurzeldinger. Nicht. So, nächster Abschnitt hier. Yeah. Da ist schon mehr. Boah. Schmierig.
Geil. Geht aber auch ziemlich geradlinig hier lang. Schon viel pedalieren hier. Oh, Holzbau. Ich mag Holz. Holz ist toll. Außer Wurzelholz. Rot. Schon wieder was da los. Blau. Schöner Anlieger! Schöner Anlieger. Das macht viel mehr Spaß. Ein bisschen kullern, hopsen, kullern. Das mag ich lieber. Dieses Wurzeln. So, eingebremst. Drüben geht's weiter. Das soll ich besser mal gucken, was da so dran ist, aber das passt. Das ist cool. Gefällt mir. Stellenweise echt verschlammt. Also ich hatte extra heute mal geguckt. Auf der Homepage ist es freigegeben, grün. Das sollten sich vielleicht mal überlegen. Oh, ah, ist viel zu langsam dafür gewesen. Zu schnell dafür gewesen. Kein Job, kein Job, kein Job. Wow, ja, schöne Engstelle. Also was ich definitiv jedes Mal als erstes schwinden sehe, ist meine Kondition. Muss mich wieder mehr motivieren zu fahren. Verstehe jedes Mal nicht, warum ich nicht fahre, nachdem ich gefahren bin. Immer dasselbe. Macht so einen Spaß. Meine Lieblingsstellen. Bis jetzt. Yes. Geil, Scheiße. Ah, fast geschafft. Yes. Wow, was geht denn hier ab? Mega.
Steinfeld an. Ah, das war eben geil, das Steinfeld. Super gut. Mal schön Schwung hier reinholen, die Anleger. Nee, also bis jetzt die beste Passage. Mega gut. Dann gleich weiter zum nächsten rein. Ich glaube, hier bin ich vorhin gestartet, oder? Ja, Holz. Jedes Mal abfeuern, wenn ich sowas fahre. Ah, schon ein klein bisschen schneller als vorhin. Erste Runde. Yes. Uhu. So, im Moment bin ich wieder am Parkplatz. Ich will jetzt mal den Don Bosco und den Wintersteig-Trail fahren. Wintersberg-Trail, Entschuldigung. Aber ihr kennt es bestimmt, wenn ihr zu Hause der Akku vom Smartphone auf unter 50% geht und diese Existenzängste losgehen, so geht es mir gerade so ein bisschen. Aber ich habe einen zweiten Akku dabei. So, hier geht's zum Don Bosco Trail. Also, die Pedalierei hier hoch ist schon mega, aber da sage ich danach, nach dem Trail noch was. Ah, meine Lieblingsstelle. Mega. Also das ist auch ein bisschen uphill-lastig, würde ich fast sagen. Das ist echt ein schöner Anfänger-Trail hier. Dass ich ein bisschen seine Linie finden kann. Wurzeln. So, hier fängt jetzt der Wintersberg-Trail an. Also der, hoffentlich ist der nicht so pedalierfreudig wie der andere. Ja. Ah, kommt doch mal was Gescheites. Ich habe die Hoffnung schon leicht aufgegeben gehabt auf dem Trail. Hoffentlich bleibt's. Also ich bin jetzt gerade den Don Bronco, glaube ich, gefahren. Uff, ja, ist auf jeden Fall anstrengend. Also das Ganze ist wirklich fast ebenerdig. Also wirklich für Anfänger, die sich da mal rantasten wollen, mega gut geeignet. Aber ich sag mal so, wenn man zwei Trails in der Richtung mal gefahren ist, braucht man sich das nicht mehr antun. Das ist so ein paar schöne Sprünge haben sie eingebaut, aber man wird einfach nicht schnell genug, um da überhaupt gescheit rüberspringen zu können. Es ist, wie gesagt, für Anfänger sicherlich sehr gut geeignet, aber kann man sich im Prinzip, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, komplett sparen, hier hoch zu pedalieren. Das ist auch so eine Sache, hier hochpedalieren vom Parkplatz 1 bis hoch zum Einstieg. Also ich war selbst mit E-Bike, ich glaube, knapp über eine halbe Stunde unterwegs gewesen und dafür lohnt sich nicht, ehrlich gesagt. So, habe ich gerade in der Pause jemanden getroffen, hat gemeint, hier geht es jetzt ein bisschen mehr zur Sache. Bin ich mal gespannt. Nächster Teil vom Wintersberg Trail. Oh, das habe ich als nicht als Sprung gesehen eben. Auf jeden Fall viel besser.
Endlich geht es mal ein bisschen bergab. Und wieder bergauf. Juhu. Aber ich merke schon, wie die Kraft bei mir nachlässt. Ja, war geil. Nice, das Ding. Boah, ich hab gekommen, mein Fuß. Ach, ach, ach. Gerade mal gut gegangen. Das war überraschend. Wow, sehr cool. Immer rein. Oh, ein bisschen fahrlastig gewesen. Wow, wow, wow. Echt schief genug eben. Oh. So, nächster Abschnitt, Winterberg Trail. Definitiv geil. Da muss man aufpassen, dass man gegen einen Baum springt. Excellent.